Hallo und herzlich willkommen aus dem Stadtteilhaus hier in der Dresdner Neustadt. Mein Name ist Haldun Asadi und ich leite Sie heute durch das Wahlforum einer besonderen Art, nämlich mit den kleineren Parteien. Die Piratenpartei mit Stefanie Henkel, die auch Direktkandidatin hier in Dresden ist. Und jetzt bin ich gespannt, Listenplatz 3. Ja, wir sind Ha, sehr sozusagen gut. Kandidaturzwillinge, genau, das haben wir schon festgestellt. Stefanie Henkel, 29 Jahre alt, mache ganz klassisch für Piraten was mit Informatik und ja, seit 2019 dabei, da seitdem auch im Kreisvorstand. Und wenn ich nicht bei den Piraten bin, bin ich bei Bits und Bäume sehr aktiv und das sind auch so schon ein bisschen meine Themenschwerpunkte, also auch Klima und wie können wir den Klimawandel auch mit Technologie begegnen. Sonst sind meine Schwerpunkte noch Datenschutz und die Vermeidung von mehr Überwachung und die Suche danach, wie wir mehr Teilhabe in dieser Gesellschaft haben können. Ja. Vielen Dank auch dafür. Wir kommen zum ersten Themenblock: Klima und Umwelt. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben jetzt zwei Karten bei sich: einmal in Rot und einmal in Grün. Grün wäre die Zustimmung zur getätigten Aussage und Rot wäre Ablehnung. Erste Frage: Soll es ein Tempolimit auf Autobahnen geben? Brauchen wir mehr Elektroautos? Kernenergie abschaffen? ÖPNV ausbauen. Brauchen wir einen höheren CO2-Preis? Wunderbar. Damit haben wir einen ersten Eindruck bekommen von Ihren Positionen im Bereich Klima und Umwelt. Fangen wir doch mal an mit der Frage: Welche Maßnahmen brauchen wir eigentlich, um im Thema Klimaschutz voranzukommen? Frau Henkel, ich habe gesehen, Sie haben die ganze Zeit genickt. Sehen Sie das auch so? Ja, und ich setze mich ja auch sehr dafür ein, dass wir mehr auf die Expertinnen hören. Und Dominik hat es vorhin angemerkt, er hat ja auch Scientists for Future mitgegründet. Also kann ihm nicht widersprechen, ich kann nur ergänzen sozusagen. Also mit den konkreteren Maßnahmen hatten Sie gefragt. Also da wäre für mich zum Beispiel wichtig, wir wollen als Piraten Kohleausstieg bis 2024. Wir müssen die Subventionen für fossile und atomare Energien beenden, weil wo wir noch extra Geld reinstecken, das werden wir natürlich nicht beenden. Und ergänzend zu den Gasen, die Dominik schon angesprochen hat, sehe ich auch ein großes Problem im Thema Müll, weil bestes Beispiel die Technikgeräte. Also ich komme ja ein bisschen so aus der Technik. Wir stellen momentan so gut wie nur verklebte Monitore her. Also das Gerät, das kann man nicht reparieren, weil wir es nicht auseinanderschrauben können. Und ich setze mich dafür ein, dass wir auch ein gesetzliches Recht auf Reparatur haben. Da muss man als Zwischenschritt erstmal eine längere Garantiefrist haben oder zum Beispiel für eine Überarbeitung der kommenden Lieferkettengesetze. Also es wird kommen, dass man das Ende der Lieferkette von zum Beispiel Technik oder auch Kleidung kontrollieren kann. Aber wie die Sachen, die Rohstoffe hergestellt werden, das muss mit diesen Lieferketten noch gar nicht nachvollziehbar sein. Und da wäre noch ein gesetzlicher Hebel, dass das transparent gemacht werden muss, wie zum Beispiel die Arbeitsbedingungen von Kleidung in Indien zum Beispiel sind. Wir kennen ja alle die Bilder wahrscheinlich oder auch wie die Rohstoffgewinnung transparenter und wenn dann die Kontrolle da ist, auch sauberer erfolgen kann. Also mehr selber reparieren können und Ja, auf mehr alle Fälle. Transparenz in den Lieferketten. Das sind so zwei für mich. Frau Henkel, die Frage, die mir gerade so im Kopf rumschwirrt: Sie sind ja Informatikerin. Ja. Und ich hatte mich jetzt gerade so, also was auch Ihr Statement am Anfang anging, ne, so die Frage von Reparatur, Transparenz der Lieferketten. Wo sind sozusagen auf der einen Seite Dinge im Bereich der Elektromobilität, worauf ja viel gesetzt wird, Dinge, wo wir vielleicht noch ein Stück weit
Nachholbedarf haben, Optimierungsbedarf haben, damit auch da diese Standards, die Sie angesprochen haben, eingehalten werden? Und zum anderen, inwiefern kann denn vielleicht auch sozusagen eine progressive Digitalisierungspolitik auch dazu beitragen, dass diese Mobilitätswende, von der wir hier jetzt gerade sprechen, Einzug erhält? Ja, Nachholbedarf haben wir auf alle Fälle auch bei, naja, es massentauglich zu machen, das hatte Markus ja gerade schon angesprochen, also es braucht eine Verteilung von genug Ladestationen, also ich komme nicht gebürtig aus Dresden, ich komme aus Pulsnitz, das ist so in der Mitte zwischen Dresden und Bautzen und da gibt es in dem Umkreis mehr Ladestationen für E-Autos als jetzt da, wo ich wohne, in, naja, so südwestlichen Dresden, also das ist halt, da brauchen wir erstmal einen Ausbau. Die große Speicherfrage, die stellen wir uns, glaube ich, alle. Wie können wir Energie sinnvoll speichern? Da sind wir als Menschheit einfach noch nicht weit genug. Das wäre ein großer Punkt. Und E-Auto ist eigentlich nur ein Teil von einem Gesamtkonzept. Also wir müssen auch im Großen eigentlich von dem Individualverkehr wegkommen, ein großes Stück weit. Das hatten wir schon mit mehr Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir hatten es in der großen Diskussion vor kurzem erst mit, wollen wir nicht doch mehr Lastenräder bezuschussen, wo sehr viel Diskurs auf einmal gegen die Grünen kam, wo ich mir denke, ja, das wollen wir Kleinen ja schon viel länger eigentlich. Das ist halt so ein Gesamtkonzept. Und was in Prag sehr interessant ist, die sind ein ganzes Stück weiter mit Digitalisierung in der Stadt, mit digitalen Stadt, liegt vielleicht auch daran, dass wir da einen Piratenbürgermeister haben, aber Ampelschaltung, Verkehrsschaltung, da gibt es auf alle Fälle sehr viel, da muss ich gestehen, bin ich nicht ganz so tief drin, aber da haben wir auch einen sehr engagierten Dresdner Lehrstuhl, da kann man auch sehr viel machen, dass die Wege intelligenter geschaltet werden können und nicht so lange Wartezeiten für Einzelne sind, dass man vielleicht auch andere Verkehrsmittel als das Pkw ein bisschen bevorzugen kann, dass das da schneller geht, da gibt es gerade Forschung zu. Das wäre auch noch so eine Möglichkeit, wie man da digitaler eingreifen könnte. Also ich höre da sozusagen raus, da wird viel geforscht, das sind viele forschungsbasierte Ansätze, die vielleicht noch stärker in der Politik Einzug halten Das haben wir könnten. In allen Bereichen, dass nicht auf die ExpertInnen gehört wird. Also es ist ja einfach so, ob es jetzt bei Klima ist, also du wirst ein Lied davon singen können, oder ganz im digitalen Bereich, was mir da manchmal so die Fußnägel hochrollt, alles mit Uploadfiltern und so, als wäre die Politik nicht gewarnt worden. Ich habe jetzt so Redeimpulse von Ihnen, Frau Reutsch, und von Ihnen, Frau Henkel, gesehen. Bitte, Frau Henkel. Da ergänzend zu den Flächen direkt, also Bebauungspläne sind zwar kommunale Ebene, aber die Grundlage dafür, was da rein muss, wäre wieder Bundesebene. Und da kann wieder bundesrechtlich eingegangen werden, wie viel Flächen versiegelt werden können, wie viel halt brach liegen sollte. Und das unterstützt halt eigentlich das von den beiden. Also weil, ich wollte nur ergänzen, weil das gerade diese Bieneninitiative fand ich sehr gut. Und ich habe mich auch gefreut, dass es dann auch in Sachsen angestoßen wurde. Und da könnte man dann doch wieder von Bundesebene, weil wir ja doch immer ein bisschen wieder den Blick auf die Bundestagswahl und was könnten wir dann noch einbringen, richten muss. Das war nur eine Ergänzung zu den beiden. Vielen Dank. Ich bin ja bekannt dafür, auch in dieser Diskussion, dass ich immer versuche zu schauen, wann jemand von Ihnen so skeptisch blickt. Und Frau Henkel, Sie haben bei der Frage der Energiespeicherung so sehr skeptisch geschaut. Warum? Weil ich mir gerade Notizen zu was anderem gemacht habe, muss ich gestehen. Okay, fangen wir erstmal so an. Mit dieser sozialen Frage bei dem Kohleausstieg, da habe ich ein bisschen ein anderes Problem. Natürlich gibt es dann Menschen, die arbeitslos werden, aber als die Subventionen für Photovoltaikanlagen gestrichen wurden, also das war ja, das ging los, da war ich noch im Gymnasium, also es war ein bisschen weit her, da sind ganz viele neue Start-ups. Darf ich fragen, wann das war? Ja, ich überlege gerade, wie alt ich da ungefähr war, 7., 8. Klasse, also ich bin jetzt 29. Jetzt müssen wir mal so rechnen, dann ist das so 15 Jahre her gewesen ungefähr, Pi mal Daumen. Da gab es ganz viele neue Unternehmen, die dann sich auf Photovoltaik spezialisiert haben. Und dann sind ganz viele wieder weggebrochen, sind ganz viele Arbeitsplätze für eine neue Technologie wieder weggebrochen. Und um die hat in der Öffentlichkeit auch kein Mensch geweint. Das finde ich so ein bisschen unfair an dieser Diskussion. Aber unabhängig davon, natürlich gibt es dann Menschen, die ihre Arbeitsplätze verlieren. Wir haben schon seit einer Weile im Landesprogramm stehen, dass wir uns für Gründerinnenförderung auf dem Land auch einsetzen wollen. Und das BGE haben wir auch wir im
Programm, also dass halt diese Menschen, die dann, das weil BGE? Sie bedingungslose Grundeinkommen, darüber dürfen wir ja noch nicht so richtig reden, haben Sie vorhin gesagt. Sie können gerne die Überleitung zum nächsten Themenblock machen. Wäre halt auch ein Punkt für Menschen, die eben nicht mehr in der Lage sind, eine Umschulung zu machen. Oder wenn man jetzt mit 60 halt wirklich aus dem Beruf rauskommt, ist es so oder so sehr schwierig, da nochmal was zu finden, dass man dann noch durch zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen trotzdem noch ein angemessenes Leben führen kann. Also das wäre auch ein Ansatz von uns. Und wie gesagt, also mich stört an der Diskussion immer, dass niemand halt über die Leute, die beim Photovoltaik arbeitslos geworden sind, redet. Weil das wäre eine Zukunftsinvestition gewesen. Aber dann lassen Sie uns doch, über Kohle. Dann lassen Sie uns doch tatsächlich jetzt über die sozialen Fragen sprechen. Ich finde, das ist ein wunderbarer Übergang gewesen. Und auch hier wollen wir wie beim vorherigen Themenblock wieder die Karten zücken. Wie auch beim letzten Mal, grün wäre sozusagen Zustimmung, rot wäre Ablehnung. Und ich hätte jetzt zwei Fragen, wo Sie auch gerne eine Zahl nennen könnten, nacheinander. Das erste wäre Mindestlohn, ja oder nein? Dann nennen Sie mal bitte eine Zahl. Ich würde prinzipiell 1 Euro mehr bieten, als die anderen jetzt bieten. Vielen Dank. Dann sind wir bei 13, also 12%. Mikrofon. Also wir wären bei 13 Euro, das wäre dann quasi bei dir dann 14 schon. Genau. Also bei uns steht keine konkrete Zahl im Programm, aber es sollte so hoch sein, dass entsprechend da etwas mehr als Mindestrente am Ende von übrig bleibt. 15 also. Also es sollte schrittweise schon erhöht werden, also höher als jetzt auf jeden Fall, aber auf eine konkrete Zahl müssen wir uns noch nicht festlegen. 13. Okay, vielen Dank. Bleibt ja 14 übrig. Ja. Ich würde jetzt auf 16 gehen einfach. Ist okay. Ich verspreche jetzt 16 Euro Mindestlohn. Bedingungsloses Grundeinkommen. Ja oder nein? Okay. Suchen Sie sich eine Karte aus. Es fällt sehr schwer. Gut, dann fragen wir mal die Frage nach der Zahl. Wie hoch soll das denn sein monatlich? Fangen wir bei den Piraten an. Muss ich gestehen, kann man jetzt noch nicht festsetzen, weil es schrittweise eingeführt werden muss. Was können wir für den gesellschaftlichen Zusammenhalt tun, frage ich die Piraten. Ich weiß, wir sind gerade vom BGE her ein bisschen weg, aber auch finanzielle Teilhabe ist sehr wichtig. Also wir schließen halt sehr, sehr viele Menschen von vielen Sachen auch aus. Oder wir waren vorhin beim Verkehr, da muss ich dran denken, wir haben seit diesem August, also seit jetzt 1. August, ein Bildungsticket. Klingt super cool, ist 15 Euro für alle SchülerInnen. Problem ist, für alle sind es 15 Euro. Früher hatten wir, dass man sich das wieder zurückholen kann. Und also zum Beispiel, wenn die Familie Hartz IV bekommt und dann konnten die Kinder auch nach der Schule hin und her fahren. Und jetzt haben wir ein Bildungsticket, was halt wieder die wirklich ärmeren Familien ausschließt. Und das ist auch nur für SchülerInnen. Da wäre es zum Beispiel gut, einen fahrscheinlosen ÖPNV, dass man auch hin und her fahren kann oder mehr Angebote auch schafft, die bezahlbar sind am Kulturleben. Oder es hatten wir kurz draußen, dass es für Freiwilligenarbeit und Initiativen einfacher ist, Projektförderung zu bekommen. Also Beispiel vorhin war, ich bin bei Bits und Bäume. Wir sind kein e.V., wir sind eine Bewegung. Das heißt, wenn wir irgendwo eine Veranstaltung planen oder einen Redebeitrag haben und die VeranstalterInnen uns dafür entlohnen wollen, können wir kein Geld annehmen, weil wir keine Rechtsform sind, dass man sowas projektbezogener macht, dass man mehr Möglichkeiten hat, dass Leute auch selber Angebote für andere schaffen können. Hm. Oh Gott, es gibt so viel. Aber da könnte man, also da könnte man jetzt so ein Stück weit einwenden, es gibt ja das Bundesprogramm Demokratie leben und da werden Partnerschaften für Demokratien gefördert. Die haben so Mikroprojektfonds, die sind nicht sonderlich groß, aber die wären ja genau dafür da. Das ist richtig, die gibt es auch, aber es ist wieder ein relativ hoher bürokratischer Aufwand. Und wie verbreitet sind sie? Wer kennt sich da ein bisschen aus? Ich glaube, das sind halt auch so die wenigsten. Das ist halt so das Nächste, dass
bei diesem Behördendschungel, den wir momentan auch noch haben, ganz viele gar nicht wissen, was sie noch beantragen könnten zusätzlich, was sie noch machen könnten. Da haben wir auch noch ein hohes Aufklärungsproblem, gerade Kommunikationsproblem. Das hat man ja ganz so auch in der Corona-Krise gelernt, dass die Politik auch sehr verlernt hat, mit den BürgerInnen zu reden, Nähe zu schaffen. Sie haben dann gerade ein Loch aufgemacht, das sind so viele Baustellen. Ich merke gerade, an Sie alle, Sie sind ja in gewisser Weise davon betroffen, dass es die 5%-Hürde gibt. Ist es etwas, was Sie abschaffen wollen? Ah, da sind wir wieder bei den kurzen Fragen. Dann gleich mal die Frage an die Piraten. Warum finden Sie das gut, die 5%-Hürde abzuschaffen? Also je nach Umfrage haben wir jetzt bis zu 10% der überhaupt Leute, die wählen gehen. Wir haben ja das Profil, dass ganz viele auch gar nicht wählen gehen wollen, weil sie nicht... Nochmal, die Zahl waren wie viel Prozent? 10% von der jetzigen Umfrage wären bei Sonstige. Und dann haben wir, wie viel sind es? 20 zurzeit, die nicht wählen wollen, die keine Alternative sehen oder vielleicht auch nicht wählen gehen wollen, weil sie denken, die Partei schafft es eh nicht über 5% zum Beispiel. Und das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass wir ganz, ganz viele Leute überhaupt nicht repräsentieren und ganz viele neue Ideen auch gar nicht in den Bundestag einfließen können. Und wir sehen ja, dass auch ohne 5%-Hürde geht zum Beispiel in Kommunalparlamenten oder in der EU geht es ja auch. Haben ja auch 3 von uns ein Mandat drin. Also, nee, 4. 4, Entschuldigung. Also, das funktioniert ja auch. Und ich finde, daran sieht man, dass man eigentlich in einer jetzigen gestärkten Demokratie von der 5%-Hürde abkommen kann. Und der Vergleich mit Weimar, den kann ich nicht mehr hören. Wer sagt, dass unsere Verhältnisse, die jetzt bestehen, so instabil wären wie zur Weimarer Republik, also der hat ein ganz furchtbares Bild von Deutschland. Aber das würde ja sozusagen bedeuten, dass es noch schwieriger werden würde, Koalitionen zu schmieden. Oder sehen Sie das nicht oder so? Einfacher, wenn wir jetzt reinkommen, ist vielleicht eine linkere, progressivere Politik ja möglich. Vielleicht wäre das ja leichter, dann müsste es keine Ampel geben zum Beispiel oder keine große Koalition, wie immer. Vielleicht, je nachdem, welche kleine Parteien reinkommen. Oder vielleicht müsste man dann auch mehr miteinander in Diskurs kommen. Die Veranstaltung jetzt, die wurde so respektvoll und auf Konsens basiert halt erarbeitet. Weil aber auch 5 Parteien beteiligt waren und nicht nur 3, wo sich 2 verbünden könnten gegen eine Partei. Und ich würde jetzt gerne so zu einer Abschlussfrage an Sie kommen. Es ist, wenn man es ganz pragmatisch betrachtet, nun mal so, dass Sie die 5%-Hürde aller Voraussicht nicht meistern werden. Und es wird höchstwahrscheinlich eine Regierung geben aus diesen von Ihnen genannten etablierten Parteien. Was werden Sie trotzdem tun in der kommenden Legislatur, um Politik weiterhin mitzugestalten? Okay, dann bei mir. Mich auf alle Fälle weiterhin kommunalpolitisch engagieren, das tue ich jetzt bereits, dann fangen wir halt weiter unten an wieder. Also wir haben ja gerade einen Stadtrat drin, so das nächste Ziel ist nicht eine Fraktion mit 3 anderen Parteien, sondern eine eigene Fraktion und da dann mit dem Stadtrat sitzen. Unter anderem mit meiner Kollegin, die im Nachbarwahlkreis Dresden 2, Bautzen 2 kandidiert. Mhm. Nächstes Ziel. Okay, vielen Dank.